Herzlich willkommen zu Freddy Krüger 91527's Weihnachtszeit 2012, Folge 10. Yeah. Hey, genau, da fällt mir das ein, bevor die Dinger hier noch total hart werden. Das ist übrigens eine von diesen Pfeffernüssen, ja? Ich habe noch eine zweite. Yeah. Die habe ich mir irgendwie in die Tasche gesteckt gehabt auf der Party. Sind ausgesprochen lecker. Wahrscheinlich ein bisschen hart geworden jetzt in der Tasche. Ja, innen sehen die wirklich aus wie Pfefferkuchen. Merkwürdigerweise schmecken sie auch genauso wie Pfefferkuchen. Ist fast so hart jetzt wie eins von diesen Lebkuchenherzen, was man jahrelang an seiner Wand hängen hat. Aber nun werde ich mir mal nicht den Bauch vollschlagen hier mit diesen ganzen Pfeffernüssen. Ich habe ja schließlich noch den Inhalt eines Weihnachtskalenders zu vertilgen. Mal sehen, ob die Kamera diesmal überhaupt noch angeht. So, das ist mein Weihnachtskalender, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. So, und da unten befindet sich die 10. Yeah, so ist das Knie von dem komischen Knirps dran. Das ist die Hacken, jetzt die Knie, der geht immer weiter kaputt, der Bengel. So, man darf sich nicht von den komischen Zahlen auf diesen roten Säcken irgendwie irritieren lassen. Das Ding ist mehrfach verplombt, da ist bestimmt was Wertvolles drin. Tatsache, es ist sehr wertvoll. Es ist ein Autowagen. So, ein Außenauto. Ich glaube, du bist fast sicher. Und dahinter ist ein Adventskranz. Und ein Haufen Hey, ein Adventskranz? Moment mal, da fällt mir ja voll was ein. Raus jetzt. Gestern war ja voll der zweite Advent. Und ich habe ganz vergessen, einen von meinen Klonen anzuzünden. Wie ungehörig von mir. Aber kümmere ich mich erstmal um dieses Auto hier. Das muss sowieso weg. Das steht hier sonst nur sinnlos im Weg rum und verbraucht Parkplatz. Da ist wieder Soße drin. Ich habe gerade auf den Ersatzreifen gebissen. Da fällt mir noch ein weiteres Problem ein, was diesen Weihnachtskalender angeht. Irgendwie habe ich keine schweinischen Gedichte mehr auf Lager. Tja, ist schon dumm, wenn man nur 5 davon kennt. Es gab noch einen ulkigen Klospruch bei mir auf Arbeit, aber der reimt sich nicht. Außerdem fällt er mir jetzt gerade gar nicht mehr ein. Tja, was soll's. So, das war Freddy Krüger 91527's Weihnachtszeit 2014, Folge 10. Ich muss erstmal dieses Auto aus meinem Mund rausspülen hier. Hey, genau, da war ja noch was gewesen. Es schneit übrigens immer noch. Yeah. Gestern voll mit dem Fahrrad durch den Schnee gefahren. Ging eigentlich relativ gut, wenn da nicht überall diese verdammten Menschenspuren gewesen wären. Das hat sich so angefühlt, irgendwie als ob man über Kopfsteinpflaster fährt. Schon schade irgendwie, dass mein Fahrrad keinen ersten Gang hat. Kam ich ganz schön ins Schwitzen, vor allem weil ich die Mütze auf hatte und einen Schal. Ich habe ja nicht damit gerechnet gehabt, dass das eine dermaßen schweißtreibende Aktion werden würde. Tja, als ich dann auf Arbeit ankam, da habe ich dermaßen gedampft, da musste ich dann erstmal im T-Shirt eine Weile draußen rumstehen. Um zu trocknen. Aber da hat es dann auch aufgehört gehabt zu schneien wieder. Dafür fing es dann irgendwann mitten in der Nacht während der Pause nochmal an. Da kamen dann aber so eine riesen Teile runter. Das waren echt schon fast keine Hühnerfedern mehr, sondern ganze Hühnerküken. Okay. Aber wie auch immer, das war's jetzt hier von Freddy Krüger 91527's Weihnachtszeit 2012 Folge 10. Wiedersehen, bis morgen.